dass ich eine sehr voreingenommene Maus bin. Das wissen wir mittlerweile. Aber ich habe es mir dieses Jahr wirklich selbst bewiesen, nicht mehr ganz so voreingenommen auf bestimmte Produkte oder bestimmte Marken zu gehen. Und ich wollte euch heute ein paar Produkte zeigen, die mich wirklich positiv überrascht haben. Und zwar so positiv, dass ich darüber ein Video mache. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche bisher. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Der Titel sagt es, ich habe es eben schon gesagt, ich bin eine voreingenommene Maus. Und zwar manchmal so sehr, dass ich schon so weit vorab etwas nicht tue, weil ich weiß oder denke, dass es nicht klappt. Und wenn es dann passiert, bin ich positiv überrascht. So auch bei diesen Produkten. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 5 bis 6 Produkte, die mich wirklich überrascht haben. Und die würde ich gerne mit euch teilen. Denn ich glaube, dass es für die eine oder andere Maus von euch vielleicht ganz schön spannend sein könnte. Ihr seht das, ich habe noch nichts drauf und ich will auch gar nicht so viel quatschen. Wir hüpfen direkt ins Video. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich komme mir vor wie ein Leierkasten, weil ich vieles immer wiederhole und ich mich manchmal selber nicht dran halte. Ich bin aber auch eine Maus, die eher an die anderen denkt, als an sich zu denken. Und das geht mit Lichtschutzfaktor einher. Ich predige es immer wieder und ich bin auch sehr, 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 sehr motiviert und sehr dahinter, regelmäßig Lichtschutzfaktor zu tragen. Aber gerade im Winter schließe ich mich nicht ein, will ich euch keinen Quatsch erzählen, fällt es mir manchmal auch sehr schwer daran zu denken. Und ich sehe ja die Veränderung an meiner Haut, seitdem ich wirklich mehr darauf achte. Aber manchmal, und gerade jetzt, heute liegt das erste Mal Schnee. Wir haben den 25. November, ich bin heute Morgen aufgewacht, etwa weiß. Da ist nicht das Erste, woran ich denke, Lichtschutzfaktor, sondern eher Kekse. Einen schönen Tee. Ich habe vor einer Weile, das ist bestimmt schon 2 Monate her, ein Paket bekommen von Ultraviolet. Die Marke kam das erste Mal nach Deutschland, glaube ich, im Juli, also wirklich im Sommer, und hat Lichtschutzfaktor rausgebracht. Und den habe ich euch schon mal gezeigt. Einmal diese Creme und einmal dieses Spray. Sehr, sehr gut. Und dann kam random unangekündigt das hier. Das sind Daydream Screen Tinted Veils. Eigentlich soll das ein Tinted Lichtschutzfaktor sein, also ein eingefärbter Lichtschutzfaktor, aber guess what? Ist es nicht. Ist es nicht. Das ist eine Foundation, die krass aussieht und trotzdem Lichtschutzfaktor 50 hat, ohne. Und das ist der Vorteil. Ich habe schon viele Foundations mit Lichtschutzfaktor gesehen. Und denn wenn da so 12 drin ist, das ist Quatsch. Das ist wirklich, wirklich Quatsch. 50 ist aber schon eine gute Hausnummer. Und gerade im Winter, da soll man ja auch Lichtschutzfaktor tragen. Ich fange jetzt aber nicht an, noch einen 50er drunter zu tragen. Bin ich ehrlich. Tue ich selten. Sehr, 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 sehr selten. So, dann kam das und ich war sehr, sehr skeptisch, weil ich noch nie einen Lichtschutzfaktor gefunden habe, der gefärbt funktioniert hat. Die meisten sind entweder gelb, die meisten sind irgendwie komisch. Du kriegst Pickel, das sieht komisch auf der Haut aus, sie lassen sich nicht ordentlich einblenden, sie haben eine komische Farbe, sie haben zu wenig Farbe. Das ist eigentlich eine Foundation mit Lichtschutzfaktor. Und zwar eine richtig krasse Lichtschutzfaktor. Und ich habe ja, das ist jetzt Eigenstudie, ich muss es immer wieder dazu sagen, scheinbar. Ich habe ja das hier. Das ist ein Spiegel, mit dem ich testen kann, ob ich gleichmäßig Lichtschutzfaktor im Gesicht verteilt habe. Das werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Ich glaube, ihr könnt das nicht sehen. Ich kann mich hier sehen und das projiziert was auf mein Gesicht und ich kann dort meine Sommersprossen sehen, die man eigentlich sonst nicht sieht. Und ich kann da auch dann sehen, wenn ich Lichtschutzfaktor drauf habe. Dann habe ich einen sehr, sehr, also es ist dann einfach, mein Gesicht ist dann, weil das das halt hier anzeigt. So, das heißt nicht, ob der Lichtschutzfaktor gut ist oder nicht gut ist, aber er zeigt mir, ob er im Laufe des Tages noch da ist. Und das habe ich jetzt echt lange getestet und der hält ganz schön lange. Also klar, es wird mit Sicherheit niemals einen richtigen, richtigen Lichtschutzfaktor ersetzen, aber gerade jetzt lieber das als gar nichts. Im Winter, im Sommer, anderes Thema. Ich quatsch zu viel darüber, ich trage ihn jetzt auf. Ich habe ihn in 2 Farben. Ich habe ihn einmal in der V1 und V4. V4 ist mir ein bisschen zu dunkel, ich mische das Ganze einmal. Verpackung kommt, sieht so ein bisschen aus wie so aus dem Bastelbedarf, so weißer Bastelkleber. Ich mische mir da jetzt meine Farbe zusammen. Textur ist recht flüssig, aber ähnlich wie eine Foundation. Es riecht ganz, ganz leicht nach Lichtschutzfaktor, aber nicht so doll. Aber das Finish ist das, wo ich sage, ja, ich habe noch nie eine Foundation gehabt. Oder ich will sie nicht als Foundation bezeichnen. Ein Lichtschutzfaktor gehabt,
der so gut funktioniert als Foundation. Und zwar erhält. Er erinnert mich sehr, 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 sehr stark an meine absolute, absolute Favorite Foundation dieses Jahr. Die Mesauda Foundation, aber halt mit Lichtschutzfaktor und nicht ganz so speckig. Ich trage mir das Ganze jetzt mal mit einem Pinsel auf. Ich muss dazu sagen, ich nehme das jetzt nicht als Anspruch als Lichtschutzfaktor, sondern ich benutze das eher als Foundation und freue mich darüber, dass sie einen Lichtschutzfaktor 55 hat. Und der Vorteil ist, ich weiß, da werde ich bestimmt wieder von irgendjemandem zerrissen in den Kommentaren, wie neulich. Wow, das war schon wirklich wieder grenzwertig, Freunde, wirklich. Also, wenn ich von das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Wenn ich von persönlichen Empfindungen spreche und dann dafür zerrissen werde, weiß ich nicht. Ich sehe das halt nicht als Lichtschutzfaktor, sondern ich sehe das als Foundation und behandle es auch so wie eine Foundation, weil es halt auch so performt. So, und dieses Ding hält den ganzen Tag und ich habe keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Der Vorteil ist, den ich halt feststellen kann, das ist eine Brand, die Lichtschutzfaktor macht und nicht Make-up macht. Und wenn sie dann ein Produkt mit Make-up macht, dann ist es ein guter Lichtschutzfaktor. Großartige Brand, kommt aus Australien, glaube ich. UVA und UVB-Schutz. Und jetzt schaut euch das mal bitte an. Die Deckkraft ist genial. Das Finish ist leuchtend, aber nicht speckig, so wie die Mesauda Foundation. Ich weiß, dass sie vielen vielleicht zu viel ist. Und der Vorteil ist, und das ist das, was ich noch nie gesehen habe bei einem Tinted Lichtschutzfaktor, dass die hält. Also die hält den ganzen Tag. Ich habe sie wirklich jetzt schon eine Weile getestet. Die ist jetzt ungefähr bis hier leer. Großartig. Hab mich auch sehr gefreut, als ich die Produkte bei meinen liebsten Skinfluencer-Mäusen gesehen habe. Ich glaube, Zybi hatte die auch gezeigt und Neshro, glaube ich, auch. Großartiges Produkt. Es sieht unglaublich schön aus und es gibt einem eigentlich einfach so ein schönes, gepflegtes Gefühl, was ich sehr, sehr gerne auch im Alltag benutze. Ne? Also ich brauche nicht immer so ein Full Beat. Du kannst aber, und das habe ich auch schon ausprobiert, einfach mit einer Foundation rübergehen. Du brauchst dann natürlich deutlich weniger, ne? Hast dann aber noch eine deutlich höhere Deckkraft. Bevor wir weitermachen, wollte ich euch noch ganz kurz ein unglaublich schönes Set zeigen. Ihr wisst ja, ich mag das Magic Finish total gerne, wenn es schnell gehen muss. Ne? Ich will schnell zum Bäcker, ich will schnell zum Elternabend. Noch nicht, aber ne? Ich will schnell irgendwo hingehen, möchte ein bisschen was im Gesicht haben. Und jetzt, Achtung, ich hoffe, ihr sitzt, weil das ist wirklich die schönste LE, die Asam rausgebracht hat. Und zwar die Diamonds and Pearls LE. Schaut euch bitte einmal diese Kappe des Magic Finishes an. Das Ganze kommt nicht nur einfach so, sondern alleine in dieser unglaublich schönen Geschenkbox. Ihr habt auch hier oben diese Perlen und Diamanten drauf. Und passend dazu im Set, und da habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass es das jetzt endlich gibt, ist der Diamond Sponge, mit dem ihr das Magic Finish super gleichmäßig auftragen könnt. Ihr wisst, dass ich das Magic Finish total gerne benutze, wenn es sehr, sehr schnell gehen muss. Ich habe zwar jetzt was anderes drauf, ich glaube, ihr findet aber auf meinen Kanälen gefühlt 450 verschiedene Videos, wie ich das Magic Finish auftrage. Und gerade im Alltag, weil ich weiß, dass ganz, ganz viele aus der Community auf das Magic Finish schwören. Und deswegen suche ich mir auch immer bei den Produkten diese LEs aus, weil ich finde, dass die einfach unglaublich schön sind. Und ich sammle die Tatsache so ein bisschen. Ich finde die Verpackungen einfach unglaublich schön. Das Produkt an sich ist ein tolles Produkt. Primer, Foundation, Concealer, Puder, alles in einem. Einfach aufgetragen, am besten mit den Fingern erst und dann mit dem Schwamm so ein bisschen einarbeiten. Und du bist good to go. Und gerade wenn ihr sagt, euer Make-up hält manchmal nicht so lange, nimmst du das einfach mit und kannst rübergehen. Du musst nicht komplett dich abschminken, sondern du kannst einfach rübergehen. Eine tolle Textur, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben schon viele Alternativen getestet, oft probiert zu kopieren, aber es ist noch nie gelungen, es zu überbieten. Und das Ganze wirklich in dieser schönen Verpackung. Ich verlinke euch unten Asam einmal. Schaut da gerne mal vorbei. Mit meinem Rabattcode kann man da auch noch ein bisschen was sparen. Es gibt aber auch aktuell, jetzt ist die Black Week ja Gott sei Dank vorbei, aber jetzt steht Weihnachten an und auch da gibt es viele verschiedene Geschenksets. Wenn ihr vielleicht wisst, das kriegt jetzt meine Oma dann, die benutzt das total gerne und das passt so in ihre Bartdeko, ne? An sowas denke ich halt immer. Ich finde, das ist eine schöne Verpackung. Und wenn ihr wisst, dass jemand das Magic Finish Make-up Mousse gerne benutzt, dann ist das vielleicht eine ganz, ganz süße Idee. Mit dem Rabattcode dann auch nochmal deutlich günstiger. Mit dem Schwämmchen und dieser wunderschönen Box, die man mit Sicherheit auch gut weiter benutzen kann. Vielleicht als Pinselhalter oder so. Also schaut da gerne einmal vorbei. Große, große Empfehlung. Liebe ich sehr. Ich habe nochmal schnell ein bisschen Kontur aufgetragen. Ich habe aber noch was anderes. Traue ich mich gar nicht, das euch zu zeigen. Nee, machen wir gleich. Erstmal kommen wir zum Concealer. Und das ist dieser hier, der 18 Hours High Coverage Concealer von Trend Lab.
Ich bin ehrlich, ich bin ja eher die Rossmann-Maus, ne? Aber als ich diesen Concealer gesehen habe, wusste ich, das ist ein Concealer für mich aus der Drogerie. Eine tolle Deckkraft, eine katastrophale Shade Range. Ich sag's einfach immer wieder dazu. Aber großartig, wichtig. Nicht zu viel. Das ist schon zu viel, aber das ist jetzt im Zuge des Videos, ist das okay. Am liebsten trage ich den mit diesem kleinen Pinsel von Real Techniques auf. Das ist der Base Shadow Brush. Einfach ganz, ganz leicht und ich spare die Fältchen unterm Auge aus, weil der natürlich doch sehr, sehr viel Pigment hat und viel Pigment auch viel in Fältchen kriechen kann. Damit kann ich so ein bisschen präziser ausblenden und diese Deckkraft und die Langlebigkeit des Concealers, großartig. Der kostet, glaube ich, 4,99 €, hat 4,5 Milliliter mit dabei, ist vegan, made in Poland und hält bis zu 18 Stunden. 18 Stunden kann ich nicht bestätigen, weil ich mein Make-up niemals 18 Stunden trage. Aber es reicht ja, wenn der 8 Stunden hält. Du gehst morgens, oder 10, du gehst morgens aus dem Haus zur Arbeit und kommst abends wieder, dann soll das Ding halten. Und das tut das. Du darfst nicht zu viel benutzen. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, ich benutze den, also ich trage ja im Alltag nicht mehr immer Foundation. Und ich nehme dann einfach den Concealer, ich habe ihn in verschiedenen Farben, und trage den dann einfach punktuell immer so ein bisschen auf und habe einfach ein unglaublich schönes Finish und du musst kein Puder benutzen. Schaut euch das an. Super schnell, super einfach und der hält. Ich lasse ihn jetzt auch immer ganz gerne mal so ein bisschen drauf. Ich kann noch eine zweite Schicht punktuell ein bisschen auftragen. Das lassen wir drauf und ich fixiere erstmal kurz um das Zentrum meines Gesichtes herum, denn ich habe etwas ganz, 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 ganz Tolles gefunden. Und ich habe lange überlegt, ob ich es kaufe. Nachdem ich ja so ein bisschen, was heißt, reingefallen. Ich mag den total gerne, den Bronzer von Hermes. Aber das kriege ich nicht hin. Auch wenn ich diese Marke an sich liebe und ein großer Fan davon bin und die Sachen sammle und so, kann ich euch keinen Bronzer für 96 € empfehlen. Ich schaue ja auch YouTube. Ich schaue eigentlich recht wenig Creatorinnen auf YouTube. Aber es gibt eine, und ihren Mann schaue ich jedes Video. Sobald es online kommt, ich setze mich hin und schaue dieses Video. Ich habe sogar ihr Buch gelesen. Das ist das Buch, worüber ich neulich gesprochen habe. Evergreen von Lydia Millen. So, und sie ist eine Creatorin. Und sie hat neulich in einem Vlog einen Bronzer gezeigt. Und ich finde, dass sie eh eine der schönsten Frauen auf diesem Planeten ist. Und eh das schönste Make-up hat. Und ich das größte Fangirl bin. Wenn ich sie irgendwann treffen würde, ich würde umfallen. So, sie ist meine Beyoncé. Und sie hat dieses Produkt gezeigt und ich vertraue ihr blind bei jedem Produkt. Ich habe es damals schon bei diesem Produkt von By Terry getan und jetzt hat sie den Victoria Beckham Bronzer gezeigt. So, und dann dachte ich mir, Victoria Beckham, wenn Celebrities Make-up-Brands rausbringen, schwierig. Turns out, das ist der schönste Bronzer seit langem. Erstmal, also klar, ne, er kostet 56 €, aber du hast... Also diese Verpackung, das ist Metall. Das ist kein Plastik. Dieses Ding ist so schwer wie dein Telefon. Ich würde sogar fast sagen, schwerer als das große iPhone 14 Pro Max. Schwerer. Metall, unglaublich schöne Verpackung. Ich habe ihn in der Farbe 2. Und du hast auch zwei verschiedene Farben hier mit drin. Etwas kühleres und etwas wärmeres. Und dieser Bronzer, Freunde, er hat kein bisschen Kickback. Er hat keinen einzigen Schimmerpartikel mit drin. Du siehst kaum auf dem Pinsel, dass du etwas drauf hast. Aber sobald du deine Haut nur berührst, ist es schön. Ich nehme erst mit einer Spitze den kühlen Ton und setze ihn mir hier hin und gehe dann in den warmen Ton und fixiere damit alles. Das sind die perfekten Bronzerfarben. Wenn ihr euch so ein bisschen an den Hatice Schmidt Bronzer mit Love erinnert, that's it. Das ist es. Der ist unglaublich leicht. Also du siehst kaum, dass du was auf der Haut hast, aber du siehst es. 56 € ist ein verdammt hoher Preis und deswegen, es gibt auch tolle Bronzer in der Drogerie und ich liebe tolle Bronzer aus der Drogerie, aber wenn ihr euch überlegt habt, dass ihr euch mal was von der Marke kauft, dann sind das die Bronzer. Ich habe gehört, dass die Eye Pencils sehr, sehr beliebt sind, ist aber nichts, was ich im Alltag trage. Ich habe diesen Bronzer gestern. Ich habe gestern zum Geburtstag meiner Oma ein bisschen von dem Skin Tint, das war die Inspiration zu dem Video. Ein bisschen, nur ein bisschen, nicht so viel wie heute. Den Concealer unter die Augen nicht fixiert, sondern dann diesen Bronzer genommen und ich hatte ein wirklich schönes Make-up gestern. So, und jetzt schaut euch das an. Das ist die perfekte Farbe. Das ist nicht zu warm, das ist nicht zu kühl. Wenn es euch zu warm wäre, dann könntet ihr auf der anderen Seite einfach noch ein bisschen von diesem etwas kühleren Ton benutzen. Lässt sich gut ausblenden, hält, er hat gehalten den ganzen Tag und du hast kein Kickback. Das ist ja oft so bei Bronzern, dass du viel
dass es viel rumstaubt, tut es nicht. Das von Hermes ist auch ein Luxusprodukt, das ist ja fast doppelt so teuer. 100, ich glaube 96 Euro und 56 Euro. Das fühlt sich tausendmal luxuriöser an. Tausendfach. Im Vergleich fühlt sich das billig an. Ich habe noch nie ein so krasses Packaging gesehen. Und dann, und das ist das, was mich halt so ein bisschen überrascht hat, weil ich halt sehr skeptisch bin bei Celebrity Brands, ne? Rihanna hat zwar bewiesen, dass sie es kann, aber Rihanna ist für mich auch keine Musikerin mehr, sondern für mich ist Rihanna einfach Fenty Beauty geworden. Victoria Beckham ist für mich mittlerweile auch nicht mehr Spice Girl, sondern Beauty Brand Maus und Kleidung hat sie, glaube ich, auch. Großartiger Bronzer, sehr, 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 sehr schön. Er sieht nicht matt aus, also er ist wirklich matt, aber er hält. Also er hält wirklich ganz, 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 ganz toll und sieht einfach unglaublich natürlich auf der Haut aus. Ich wollte ihn euch einfach nur einmal gezeigt haben. Sieht auch auf den Augen sehr, sehr schön aus. Das will ich jetzt da aber nicht benutzen, denn wir kommen zu dieser Lidschattenpalette. Die hat es mir angetan. Das ist die Signature Color Collection von Lavera. Ich bin ja kein Naturkosmetik-Fan, aber diese Palette, Freunde, Mäuse, wow. Die ist einfach toll. Ich nehme diesen Ton hier und setze mir den in die Lidfalte, nur ganz leicht. Das wird heute ein super simpler, sehr bronzy Look. Fokus liegt heute auf den Lippen. Aufgetragen, diese leichten goldenen Reflexe. Passen super, super gut zu dem warmen Tan, den ich jetzt habe durch den Bronzer. Passt farblich alles gut, lässt sich schnell und einfach auftragen innerhalb von wenigen Sekunden. Und das Video, was ich euch gezeigt habe bei TikTok, Instagram, glaube ich, lief ja auch sehr, sehr gut. Und dafür, dass es Naturkosmetik ist, großartig. Ich habe jetzt keine empfindlichen Augen. Wenn jemand diese Palette hat und empfindliche Augen hat, schreibt gerne mal ein Feedback dazu, ob sie bei euch funktioniert. Aber selbst... Also, ne, ich gehe da halt nicht ran und das ist das, was ich sage, da möchte ich mich so ein bisschen drauf hin fokussieren, dass ich nicht Produkte bewerte anhand der, was soll es sein. Ich habe immer bei Naturkosmetik gedacht, das kann nicht funktionieren, habe ich getestet, liebe ich sehr. Für mich ist es jetzt keine Naturkosmetik im klassischen Sinne mehr, sondern einfach eine wirklich schöne Palette mit Daseinsberechtigung. Den Schimmerton ein bisschen aufs Auge, hier außen ganz leicht in diesen dunklen Ton, arbeite ich total gerne mit den Fingern. Super glowy, super frisch, reicht völlig aus. Bisschen mit dem Bronzer hier verbinden. Zu guter Letzt ein Produkt, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Trended Up, wieder, ne? Trended Up hat dieses Jahr wirklich einen großen Sprung gemacht. Ich finde, Trended Up hat dieses Jahr den Sprung gemacht, den Rival Loves Me und Rival de Loop letztes Jahr gemacht haben. Unter anderem die Hydro Stay Matte Lipsticks. Hält bis zu 5 Stunden. Da würde ich jetzt gar nicht so einen großen Wert drauf geben. Es sind aber tolle Produkte. Das ist so ein Stift. Kann man als Blush benutzen, wenn du ein bisschen mit Concealer mischt. Der sieht aber auf den Lippen einfach schön aus. Ich bin ja ein großer Freund davon, wenn Produkte einfach schnell zu benutzen sind. Ich habe jetzt leider einen Lip Liner vergessen. Nehme ich jetzt mal noch schnell. Der trocknet super, super schnell an. Man kann Gloss rübergeben, aber... Und das ist der Vorteil. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil es ja bei mir noch nicht der Fall ist, dass ich wenig Zeit im Alltag habe, um mein Make-up zu machen. Ne? Das ist Quatsch, wenn ich das sage. Aber ich habe manchmal einfach keinen Bock, lange Make-up zu machen. Und wenn ich eine schöne, schnelle Lippe haben möchte, boom, rauf, rot, ist prägnant. Ist ein recht helles Rot, also es ist nicht so ein intensives, aber trotzdem ein sehr schön bläuliches Rot. Klitzeklein bisschen Gloss, unglaublich schönes Finish. Natürlich wird das nicht halten wie ein Liquid Lipstick, aber ganz ehrlich, ist mir egal. Dafür, dass ich gerade 20 Sekunden dafür gebraucht habe, dass das Ding auf den Lippen ist, ich kann es dann wieder abmachen, dann mache ich es wieder neu drauf. Oder ich ziehe es halt einfach neu drauf. Das ist ja das Schöne, so ein bisschen auskorrigieren, wenn mal was fehlt. Nimmt keinen Platz in der Tasche weg, kostet nicht viel, sieht schön aus und funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was sind eure Produkte, die ihr so ein bisschen unterschätzt habt, aber jetzt lieben gelernt habt? Schreibt mir das liebend gerne in die Kommentare. Kleine Erinnerung, schaut unbedingt mal bei Asam vorbei, da gibt es gerade wirklich tolle Sets, auch jetzt passend zu Weihnachten. Und von mir die Empfehlung ist natürlich das Magic Finish Make-up Mousse in der Diamonds and Pearls Reihe, inklusive diesem Diamantenschwämmchen. Ich verlinke euch einmal alles unten, schaut da gerne vorbei, lasst einen lieben Kommentar da, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.